Wir hatten schon Eingruppierungen, da haben wir 7 Matches oder 8 Matches gewonnen und waren trotzdem nur Gold. Ganz am Anfang Gold. Also das ist ganz merkwürdig. Ja. Am Anfang kriegst du halt random Gegner und wenn die, weiß ich, Gold 4 sind oder so und du verlierst 2 Matches, dann spielst du halt ein paar Mal gegen Silber und so. Und dann kannst du ja nicht höher als die besten Gegner sind, gegen die du gewonnen hast. Und dann wirst du halt relativ weit unten einsortiert. Wenn du am Anfang random gegen sehr starke spielst und da gewinnst, dann wird das Feintuning in den oberen Rängen gemacht und so, ne? Also ich denke, das ist einfach. Ich frage mich, wie das jetzt ist, wenn Finny mit einsteigt. Wir haben jetzt ja schon über die Hälfte unserer Matches gemacht. Und Ja, die dann nehmen ja können immer wir den. wenigstens gescheit voten. Ja, die nehmen ja immer den Mittelwert von den. Vom Team, ne? So. Ich finde das sowieso dumm mit dem Einranken. Jeder soll auf dem niedrigsten Level anfangen und wenn er gewinnt, wird er hochgestuft und wenn nicht, dann halt nicht. Wo ist das Problem? Weißt du, was sollen diese 10 Einstufungskack-Matches mit einem komischen Algorithmus, der sowieso mehr oder weniger für den Arsch ist? Weil es ist wie bei jeder Liga in jedem Spiel. Du fängst ganz unten an und je mehr du gewinnst, umso mehr steigst du auf. Fertig. Wo Ja, ist das musst du halt Problem? hocharbeiten, ne? Ja. Fangen halt alle auf Kupfer 4 an. Ja. Wenn sie halt immer gewinnen, steigen sie halt auf. Ja. Ja. Und je mehr sie aufsteigen, umso mehr werden sie ja mit Leuten aus den höheren Leveln zusammengematcht und dann können sie halt zeigen, ob sie es wert sind. Weil in 10 Matches am Anfang, da kannst du auch mal Glück gehabt haben oder du hattest irgendwie Leute dabei, die dich gecarried haben, das sagt ja nichts über dich aus. Wenn du unten anfängst und wirklich Wir haben gleiche Gegner. mit Bronzeleuten irgendwie spielst oder so, dann. Der Herbie Master, der war vorhin auch bei uns im Gegnerteam. Jess Foxy auch, die anderen drei aber glaube ich nicht. Ja. Aber jetzt haben wir andere. Unser Problem war ja nicht die Gegner, unser Problem waren die eigenen. Ich denke, was du meinst, nur weil die sofort gestorben sind, nachdem sie gespawnt sind, weil sie nichts können. Dark Harvest. Hello guys, do you have microphones? Nein, natürlich. Könnt ihr mir jetzt Ja. antworten? Ja, ich Was? meine, wenn einer, vielleicht kommuniziert er ja Wir vernünftig, muten müssen kann man ihn einfach immer mal noch. aufhören. Yep. Aber wenn man nicht Danke dir. antwortet, dann sagt er halt auch nichts, weil er auch nicht erwartet, dass die anderen Wurde hat eine kommunizieren. Bombe lokalisiert. It's the basement! Wer hätte es erwartet? Ja. Achtung, Basement. eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Oh, die haben doch das Torfeuer ein bisschen angeschossen, weil sie geil sind. Nee, das ist, wenn du einen Breach bringst, Thermite oder so, dann klingt der Ton ein bisschen an. Du hörst es ein bisschen besser. Aber nicht arg. Deswegen Safe machen das push. wohl einige. Okay. Aber du hörst es auch Spawn so Lebensmittel des eigentlich völlig Einsatz. problemlos. Insofern ist es. Bombe gefunden. Oh, Gelangen zu verdammt. ihrer Mein Position Tenzin und mit entschärfen Cavera sie. wurde rude unterbrochen. Rüde sagt man da, glaube ich, im Deutschen, aber egal. Unhöflich. Es wurde Porsche. Habe ich das jetzt gerade in den Baum geschossen oder was? Komm mal, nehmen wir nach. Destroy the magnet and the bend. Igel, du rennst mir ja schon ein bisschen rein, aber ist da rechts, also Oh, was Richtung ist das? Weinkeller kann ich ein bisschen gucken, aber. Planting. Oh, ja, oben rennt einer raus, aber wieder kein Affe nach hinten. Ein Gegner verbleibt.
ist outside. Was? Ja, wir haben es gewonnen. Keine Ahnung wie, aber. Weißt du, da pimmeln sie alle. Da pimmeln alle am Loch rum und keiner sichert mal da hinten. Und Doc Cabby rennt hinten irgendwie ins Gebäude rein, wenn ich das richtig gesehen habe. Anstatt einfach nur dieses scheiß Außenfenster zu sichern, ne? Ich weiß übrigens nicht, was der jetzt aber am Ende gesagt hat. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Keine Ahnung, er hat irgendwem vorgeworfen, dass er uns fast den Sieg gekostet hätte, aber keine Ahnung wem. Also wenn sie wieder im Keller sind, dann sichere ich diesmal mal die Fenster. Da denkt auch keiner 3 Sekunden mehr. Die kommen immer raus. Ja klar. Na gut, ich muss natürlich nach vorne, ich muss ja rein. Aber die anderen Affen, die hatten ja... Die waren alle da und wie gesagt, Doc Cabby... Ja, die sind wieder unten. Und Doc Cabby ist irgendwie im Spielzimmer reingegangen ins Gebäude. Anstatt einfach draußen zu warten und einfach nur die Ausgänge zu sichern. Der Rainbow Six Wein. Ja. Der schmeckt nach Kotze von Einhörnern oder so. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Ladung scharf. Geräte werden ausgeschaltet. Nicht ernsthaft. Ganz toll. Ja, ich krieg die Wand nicht auf, müssen anders angehen. Meine Ladungen sind weg. Unseres hier rein. Oh, das ist Kamera. Direkt am Gang. Komm zu mir. Interrogation. Super. Nein. Gut. No, 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 no. He saved me. He's with me, little room. Oh, ich hab einen Diffuser. Come on, guys, little. Aber wir jetzt ruhig, ey. Don't go there, come on, go back. What the fuck, go back. Don't be idiots. Alter. The line. Go back. Guys, Alter. Don't go other side, go other side. Go fuck, guys. Alter, wo will der... Grow your rings, man. Und jetzt rennt uns hinterher, der Retard, ey. Let me, I have boom boom. Let. Alter. He gonna die, look. Wo ist er? Der ist in einem kleinen Räumchen. Überlebt aber alles. Was glaubt Rashim? Was glaubt denn der, was ich mache, nachdem ich ihm 43.000 Lentladungen im Kopf geworfen habe? Da gehe ich wieder nach oben und gucke erstmal, ob er vielleicht im anderen Raum ist. Oder? Wie geil ist denn der? Wie geil ist denn der? Was ist der Rennen? Komm nicht hierher, geht woanders her. Wir gehen, rennen uns hinterher. Alter, das ist wirklich. Das ist besser als jede Comedy-Show hier, ey. Das war der Black Penner, ne? Ja, sicher. Alter. Ey, der Typ, der. Der Hauptsache Stress machen. Hauptsache, der hat ein Tittenbild. Hat er ein Tittenbild? Ja. Oh je. Naja, geht so, ne? Spielt aber nicht wie Level 300, er spielt wie Level 2. Ich hab keine Ahnung, was da los ist. Ich halte mich hier nur mit Assists oben. Ich mache hier überhaupt nichts in dieser Runde. Plant immer nur und renne irgendwo rein und sterb irgendwie doch und keine Ahnung. Alter, ey, wenn wir den hier gewinnen, ist das mehr Kunst als alles andere. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Wir führen 2-0, frag mich nicht wie, ey. Ich weiß auch nicht. Ob sie nochmal im Keller sind? Es wäre ihnen zuzutrauen. Nee, sind Küche. Die Drohne hat eine Bombe gefunden.
Küche ist halt schon ein bisschen scheiße, ne? Ja, kommt drauf an, wie sie verteidigen, ne? Ne, unten links darfst du nicht spawnen, oben rechts musst du spawnen. Einsatz in 10 Sekunden. Porno-Doc haben sie auch. Okay, und jetzt ganz ruhig, Einsatz Leute. Einsatz in 5 Sekunden. Wusa! Bombe gefunden. Gelangt. Oh, ich habe überlebt, aber. Ich mute den. Das zweite Beschuss nicht mehr. Den Black Panther habe ich gemutet. Ja, wie so, Leute. Bin kurz weg. Ich möchte in dem Moment meine Arbeitskollegin zitieren. Ich atme ein, ich raste aus. Bereit für Durchbruch. Das habe ich noch gehört und das war super. Ausrasten kostet auch viel Energie, da muss man vorher mal tief einatmen. Oh nein, der Thermal ist so daneben überfordert. So, den Luke habe ich. Oh, Warden haben sie auch, da freue ich mich aber drüber. Komm, Warden, zeig deine dumme Hackfresse! Aktiviere Drohne. Bist du oben am Balkon, oder? Ja. Einer ist hier oben im Bad. Und einer war hinten draußen. Ups. Sehr erhellend. Ich plante. Entschärfer ist aktiviert. Beschützen Sie um jeden Preis. Jetzt oben einer runterkommt, ich decke nach oben, ne? Mhm. Nein, der hat mich! Nur noch einer vom eigenen Trupp. Der ist nicht sauber, ey. Noch ein Gegner übrig. Scheiße. Dein einziger Job war, den aufzuhalten. Allein dann habe ich abgefangen. Ich hab's ja versucht. Aber der hat mich im Fallen hat er mich schon erschossen, glaube ich. Da war er schon unten? Weiß nicht mehr. Schafft er natürlich noch, ne? Ja klar, da alle Zeit der Welt. Wenn er nicht völlig dumm ist. Was macht der? Na, guck mal, der sucht ganz woanders. Der war gar nicht im Bombenraum. Der ist an der Bombe vorbeigesprungen. Dem Diffuser vorbeigelaufen irgendwie. Ja sicher, ich hab direkt am Fenster geplantet. Ja, aber der war doch außen am Fenster. Der muss doch zum Fenster reingesprungen sein und dann wird er doch markiert. Ja, aber nur wenn du in die Richtung guckst. Nur wenn er da unten guckt vielleicht, ja. Der war vielleicht schon so auf dich fixiert. So gut. So gut. Das habe ich jetzt also auch noch nie erlebt. Alter, ich weiß nicht, wie wir dieses Spiel gewinnen. Alter. Wir haben 3 Runden gewonnen, die wir alle hätten verlieren müssen. Ja, ja. Alter Schwede, ey. Was zum Henker passiert hier? Den kranken Scheiß hat jetzt Finny nicht gesehen. Ja, aber echt, ey. Die coolen Sachen sieht sie immer nicht. Sie darf einfach nicht weggehen. Sie muss sich halt in die Hose machen. Das geht nicht anders. Oh Gott. Ah, ganz toll. Worum geht der denn? Wir gewinnen doch gerade. Ja, dann müssen wir jetzt so schnell gewinnen, dass er eine Strafe kriegt. Das wäre schon ziemlich cool, aber. Weiß ich nicht. Das so funktioniert. Das Problem ist, dass jetzt halt auch Wände fehlen, ne? Ja. Atme rein, ich raste raus. Die Wand ist verstärkt! Karten sind mehr wert als Worte. Es bleibt. Oh ne, der will Spawn peaken. Nur noch 5 Sekunden. Hat er das gesagt, oder? Ne, der macht's gerade. Haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ja,
habe mich nicht mehr dichter ans Fenster getraut, um die Falle da noch zu stellen. Es ist so süß. Mein Papa ist immer noch im Esszimmer und singt. Es ist unfassbar. Du hast gerade das Geilste verpasst. Wir gewinnen hier Matches. Das darfst du nicht gewinnen eigentlich. Okay. Ah, toll. Sicherst du die Treppe oder die Außentreppe? Dann kann ich hier ein bisschen... Ja. Ist unten einer eine Gummine geladen, das ist schön. Ich treffe hier nichts, ey. Du wirst ja auch wie... Oh, fuck, was? Von dem Helikopter-Ding hat er mich hier gehockt erwischt. Ja, klar. So schön. Habe ich jetzt aber Angst. Okay, einer ist in der Haupthalle, unten. Einer ist in der Bar, hinter der Bar am Ping. Die Planten. Einer ist in der Bar, hinten in der Ecke, hinter der Bar, ja. Das gibt's doch nicht. Die waren beide in der Bar. Natürlich. Alter, die muss ich doch voll erwischt haben. Krass. Irgendwie nicht, ne? Ja, den Diffuser geholt und ich habe das nicht mitgekriegt, wenn ich wusste, welche Gummi losgegangen ist. Scheiße. Keller wollen sie, ich weiß nicht. Na gut, zu zweit können wir gegenhalten, aber was soll man daneben? Schlafzimmer? Nee, ist alles scheiße. Und nochmal Bar ist halt blöd, zweimal dasselbe ist halt... Ja. Das war schon von Anfang an fast zum Scheitern verurteilt, weil der Puls sofort die Fenster oben aufgemacht hat, alle. Der hat die aufgemacht? Ja, ich war das nicht. Ich dachte, die hätten die aufgeschossen von außen. Nein, der hat das aufgemacht, nur weil er wollte spawn peeken. Welcher war denn das? War das der Black-Affe wieder? Boah, ich hab's nicht auf ganz so scheiße, ich weiß wirklich nicht. Das wird mich nicht wundern. Melde ich auf jeden Fall mal. Idiot. Wand sicher! Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Dann sag halt das. Oh Gott. Was denn? Was denn? 5 Sekunden. Jetzt renne ich hoch mit meinem Lahmarschpenner und dann kommt der da oben 3 Sekunden vor mir an und macht die Luke zu. Jetzt habe ich die ganze Drohnenphase vergeudet, damit hochzulaufen. Was fragt er am Anfang, ob er ein Mikrofon hat, wenn er dann doch nichts sagt? Okay, der ist oben gestorben, sehr schön. Ganz toll. Ich setze das Gerät ein. Was genau hat mich jetzt gerade geblendet? Sophia, unten durchs Loch. Achso, okay. Boah, Alter, der kriegt halt echt geschissen, ne? Feindliche Drohne geht zum Scannen in Position. Gerät ist platziert. Wie Granaten haben die denn noch? Das Gerät ist aktiviert. Nur ein kleiner. Die haben die Luke aufgemacht, glaube ich. Alter, was? Der verbleibende Operator des eigenen Trupps. Auf der Treppe. Hä?
den da gar nicht gesehen. Ich hab den auch nicht gesehen, der war doch nicht. Die greifen eh die Garage an, glaube ich, nicht den Weinkeller. Einer ist auf der Treppe und einer... Den habe ich nie gesehen. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Er hat mich aber gesehen. Der Typ, der hat mich von der Treppe erschossen. Auf der Treppe war keiner. Mhm. Ja, der war schon Winkelvorteil gehabt, ne? Mit seinen Nee, gar nicht mal. Der hatte ja den kurzen Winkel. Ich hatte den langen Winkel. Der ist nicht sauber. Ja, die wussten natürlich jetzt alle, wo ich bin, ne? Das war jetzt... für die wäre es sowieso ein leichtes Spiel gewesen. Was machen wir denn? Wir können ja jetzt nicht noch verlieren, ey. Lein 3-0 vorne. Schneemobil ist auch saudämlich irgendwie, ich weiß nicht. Ich fasse nur noch die Küche und die ist auch ziemlich scheiße. Oder Schlafzimmer. Schlafzimmer ist vielleicht sogar besser als... ich weiß auch nicht. Schlafzimmer können wir wenigstens umkämpfen, weil wir eine Chance, dass wir da oben sind. Ich meine, den Active Bandit hat er ja gut da hingekriegt, um Gottes Willen, ne? Aber... Ja. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Gunnar, wo willst du das Loch haben? Hinter der Tür oder andere Seite? Von dir aus rechts. Dann mache ich hier verstärken, ne? Ja. Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Es bleiben 10 Sekunden. Entschuldigung. Noch 5 Sekunden. Die Wand ist verstärkt! Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Position. Wände wurden befestigt! Ruhe. Ist aber scheiße, weil links von mir ist ein Fenster. Wenn sie da irgendwie hochgehen. Das soll er doch gern machen. Ich lade nach. Warum pimmelt der sich jetzt zu mir hier? Ja, klar. Der Typ. Der Raum ist noch beschissener als die Garage, wenn ich das gerade mal wieder so erlebe hier. Oh, das Kali. Ist auch noch. Hat er meine Beine gesehen? Ja, sicher. Der Kibana hat draußen meine Beine gesehen. Was denn sonst? Der Hervey-Typ, ne? Ja, ja. Der ist nicht sauber. Der ist schon ein paar Runden irgendwie sehr merkwürdig gewesen. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Mission gescheitert. Ganz toll. Jetzt haben wir 3-0 in einen 3-3 verwandelt. Das ist schon mal richtig gut. Ja, aber die Verteidigung sind halt auch scheiße, ne? Da kannst du halt echt, wenn du da nicht vernünftige Leute dabei hast und die Locations sind halt auch alle scheiße, da hast du halt auch gelitten. Wenn wir Glück haben, ne, haben wir nicht. Wir dürfen verteidigen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir Glück haben, können wir jetzt in der Verlängerung angreifen. Ihr gebt mich jetzt, glaube ich, dem Schicksal, weil das ist alles einfach scheiße. Können wir lieber gucken. Bar und Gaming lieber nochmal nehmen und an einer anderen Stelle verteidigen oder so. So, weil ich die Wand zur Bar aufmacht und lieber irgendwo Haupthalle und so weiter verteidigt und oben dann erst in den Raum geht, wenn sie ihn wirklich erobert haben oder so. Ja, das kann man auch machen. Guck mal, wo wir landen. Vielleicht sind wir jetzt im Keller, weiß man ja nicht. Weil jetzt kamen ja auch zwei über die Haupthalle und so. Also. Die Bomben weiter oh Gott.
Jetzt haben wir keinen Bandit dabei. Ja, gute Nacht, Onkel Otto. Weißt du, wenn keiner Bandit nimmt, nimm sie als Location die... Und dann Cabera. Achtung, ist logisch zur Entscheidung. Rot, ey. Hey, mach mal hier die. Die Wände auf, das war ja wirklich... Ja. Dass man wenigstens einen Blick hat in die Garage, dann kann man wenigstens vom Weinkeller aus noch abreißen oder so. Ich mach hier wieder zu, aber... Klassische Gummi, ne? Tür gesichert! So. Ich geh jetzt in die Hint... Warte, lass mal auf! Wir müssen hier drinnen verteidigen, es hat keinen Sinn irgendwo hinzugehen. Ah, hast recht. Mit den Leuten, ja. Cabera, der Affe, der ist eh schon irgendwo am Arsch der Welt wieder. Klammer so zu auf, ist ja klar. Aber gar nicht pieken, die müssen ja reinkommen, würde ich sagen. Ich hab die nicht mal gehört, dass die reingehen, ey. Ich hab den noch nicht mal gesehen. Ey, jetzt sind wir die Letzten. Der andere ist auch noch gegangen. Mit dem Affen. Oh Gott. Ey, das hätten wir gewinnen müssen. Das ganze Match hätten wir gewinnen müssen. Da wehst dürfen wir jetzt angreifen. Wenn wir Glück haben, dürfen wir jetzt zweimal angreifen. Dann haben wir zumindest... eine Mikrochance. Ja. Weil die kommen sich jetzt auch geil vor wahrscheinlich. Die werden jetzt rauspimmeln und alles. Das heißt, der Black-Typ wird gleich sterben, weil er nicht rafft, dass die jetzt gleich rauspieke. Ja. Und wir müssen gleich alles abfangen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey, aber zu zweit gegen fünf haben wir schon ein paar Mal geschafft. Wenn wir jetzt gleich nochmal angreifen dürfen, wäre gut. Verteidigen wäre echt haarig. Wenn überhaupt, haben wir nur eine Chance, wenn wir nochmal angreifen, ja. Aber dafür müssen wir erstmal das hier gewinnen. Ja. Das ist schon schlimm genug. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Die sind bestimmt auch in der Garage. Ja, aber da weiß ich... Die Frage ist, ob wir nicht wirklich neben der Küche diese Treppe runtergehen und am Weinkeller angreifen, weißt? Ja, ich glaube, das ist sogar besser, weil die Verteidiger mehr die Garage als alles andere. Aber ich glaube nicht, ne. Ne. Ist ja nicht Küche vielleicht? Wahrscheinlich, ja. Ne, oben. Nee. Schlafzimmer. Könnte was werden. Könnte aber extrem eklig werden. Oh, guck mal, einer kommt zurück. Aber leider viel zu spät. Bringt uns in dem Match jetzt gar nichts mehr. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 5 Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Oh, ich kann mich nicht bewegen. So, jetzt auch. Was machen wir denn? Über den Balkon rein? Versuchen? Ich hab keine Ahnung. Ich versuche mal hier seitlich ins Bad zu kommen. Im Badezimmer ist auch Legion. On Ping. On Ping. Immer noch on Ping. Immer noch on Ping. Badewanne. In der Badewanne ist er. Nicht geblendet, aber in der Badewanne. Hab ihn. Sehr gut. Bad ist sauber. Super, ich gehe rein. Ich plante. Hinter der Wand. Nur noch ein Gegner übrig. Hey, ganz ruhig bleiben. Beschützt ihn um jeden Preis. Ich gehe wieder raus. Na, ich bin am Balkon. Und deck nur den Diffuser. Okay, der muss irgendwo auf der Treppe sein, glaube ich. Ist da ein Loch drin bei dir? Ja. Okay. Da war sie. Eigener Trupp hat Gegner. Nein! Eliminiert. So geht das. Ja, wenn man alles selber macht, dann geht das auch, Mensch. Ich hab Black. Das ist ja das, man muss koordiniert aus mehreren Richtungen angreifen. Dann ist es
dann ist es einfach oben. Und das hat jetzt schon gereicht, dass wir die zwei Richtungen hatten. Und der dritte kam sogar noch von hinten, ne? Also hat man sogar drei Angriffswinkel gehabt. Der hat uns wenigstens, der war wenigstens insofern sinnvoll, dass er uns mit seinem Tod gesagt hat, was Sache ist. Ja, und der hat auch vorher lang genug überlebt, um die ein paar Leute vielleicht abzulenken und zu beschäftigen. Was machen wir denn jetzt? Oh, verteidigen. Wir sind am Arsch, keine Ahnung. Und die wollen die Küche. Ich will nicht die Küche, aber die Küche könnte vielleicht jetzt echt mit unsere einzige Chance sein. Ja, versuch mal, ist doch scheißegal. Wir sind jetzt wieder zu viert. Okay, der Angriff, der war jetzt mustergültig. Also, das war richtig gut. Ja. Der war aber geblendet im Bad. Das war ganz cool. Echt? Ich hatte nicht gesehen, weil... Also, ich habe nochmal eine zweite reingeworfen und dann bin ich reingesprungen und da war er geblendet. Vielleicht hat ihn auch die zweite geblendet. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt. Wo müsste ich... Alter! Wechsel Magazine! Willkommensmatte eingesetzt. Kontaktgranate! Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich hab aufgemacht. 5 Sekunden. Wand ist verstärkt! Ihre scheiß Drohne irgendwo versteckt und ich werde die ganze Zeit gespottet. Wir haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Gerät schon aufgemacht. Tür im Auge behalten. Ah, du bist unten. Sei vorsichtig, hier bei mir am Fenster ist auf jeden Fall einer. Da welche bei dir? Ja. Den Herbie Master, super. Hier am Fenster bei mir ist auf jeden Fall auch einer. Eine Gummine angebracht. Danke. Könnte sein, dass unten noch einer. Ja, ich glaube auch. Aus dem Fenster hier bei mir ist einer. Deine Frostfallen liegen noch da, ich warte so lange. Okay. Ich werde jetzt hier nicht pieken. Ich bin in Richtung Weinkeller, ein bisschen habe ich mich zurückgezogen. Ja, okay. Die haben reingedroht und ich... Ich lade nach! Gift platziert. Hier ist schon noch... Okay. Ich bin verletzt. In der Küche habe ich ihn verletzt. Einer ist in der Frostfalle. Einer ist down. Und ich bin auch down. In der Frostfalle am Fenster? Ja. Der andere kommt, glaube ich, Haupteingang rein, Gunnar. Nee, ist auch am Fenster, auch am Fenster. Der ist noch draußen am Fenster. Könnte aber sein, dass der andere zwischendurch aufgestanden ist. Ich weiß es nicht. Zeit läuft in 10 Sekunden. Einer ist im Trophäenraum. 5 Sekunden noch. Okay. Nice! Ein Gegner gewonnen! Ja! Ja! Woohoo! Alter! Easy. Ja! Boah, Alter. Hey. Alter Schwede. Jungs, das war grandios. Das finde ich auch. Alter, was haben wir jetzt gekämpft? Puh.
Aber wo war denn der letzte? Einer hat ja noch gelebt. War der auch down dann? Oder? Keine Ahnung, wo der war. Ich habe einen gedownt gehabt. Vielleicht ist der. Vielleicht war der das, ja. Hm. Boah, Alter, ey. Puh. Ich sag dir, die Pistole ist geil für Frost, ey. Ich bin der kann auch was reißen. Alter, mit solchen Spasten, ey. Aber das hat geschafft, ey. Aber auf den letzten Meter, ey. Frag mich wie, ey. Weißt du wie? Wir haben das am Ende gerockt. Nicht die Typen. Die haben gar nichts geschissen gekriegt. Uiuiui. Jetzt guck ich mal, was das für eine Pistole ist. Ob die andere auch haben.